Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt sehr viele Stunden damit verbracht, Erklärungen in das Geburtsvideo einzufügen. Ich würde mich deshalb sehr über Likes von euch freuen. Dankeschön! Dieses Video zeigt die Zeit nach der Geburt. Das Video mit der Geburt selbst haben wir oben verlinkt. Ihr seht jetzt eine Weile, wie das Fohlen durch die Box robbt und die ersten Aufstehversuche. Wenn ein neugeborenes Fohlen die ersten Male aufsteht, ist es normal, dass es wieder hinfällt und es wieder neu versucht. Thank you.
Hier hatte ich das Video einen kurzen Moment gestoppt. Amiras Nachgeburt ging ab. Ich habe das leider nicht auf Video. Ich entfernte diese dann aus der Box und habe sie auf Vollständigkeit überprüft.
Hier sieht man schön, wie wackelig ein Fohlen anfangs auf den Beinen ist. Es ist auch oft so, dass die Stute nicht gleich stehen bleibt, wenn das Fohlen ans Euter will. Das Euter ist prall und es tut weh, wenn das Fohlen saufen möchte. Auch sind die Fohlen wirklich nicht gerade vorsichtig, wenn sie saufen wollen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es für alle Beteiligten einfacher ist, dem Fohlen die erste Milch aus der Flasche zu geben. Wir machten bisher keine negativen Erfahrungen damit. Aber wie bei allen Themen rund um den Reitsport gibt es auch dazu unterschiedliche Meinungen. Ja, ihr seht richtig, die Stute trägt ein Halfter. Aber falls ihr das nicht wisst, es ist ein domestiziertes Pferd. Und damit wir die Milch gewinnen können, braucht es nun mal ein Halfter. Natürlich lassen wir ein neugeborenes Fohlen mit der Mutter, die ein Halfter trägt, nicht allein. Unsere Amira blieb die ersten ca. 24 Stunden nicht stehen, wenn das Fohlen saufen wollte. Es war deshalb erforderlich, Amira zu halftern und zu halten, damit das Fohlen saufen konnte. Und jetzt noch für die, die meinen, sie müssen sich in alles einmischen und wissen alles besser. Wir haben unsere Wände im Frühjahr erst gestrichen. Aber wenn sich ein Pferd direkt an die Wand stellt und dort äpfelt, sieht die Wand direkt wieder dreckig aus. Unsere Boxen misten wir 3-mal täglich, aber natürlich nicht in der Nacht. Wenn also ein Fohlen in den frühen Morgenstunden zur Welt kommt, ist auch die Box nicht 100% sauber.
Und vergesst nicht, auch mal in Teil 1 reinzuschauen, wo es um die Geburt selbst geht.
Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in einen Abholverlauf geben und freue mich sehr über Likes. Dankeschön!